Wirklich. Coole Aktion von dir. Du, wenn man sich das Leben leicht machen kann, dann sollte man das auch tun. Du könntest Fotograf werden. Ich meine, profimäßig. Das ist viel zu viel Stress. Man muss sich überall anbiedern, von Termin zu Termin hetzen und seinem Auftraggeber alles recht machen. Naja, so arbeiten die meisten. Und du schlägst dich so durch. Das hat bisher immer ganz gut funktioniert. Also, das habe ich wahrscheinlich von meinem Vater. Wir sind immer um die Welt gereist und waren immer auf der Suche nach dem besten Strand und der perfekten Welle. Hm. Klingt entspannt. Hey, Tim. Das ist mein absoluter Lieblingssong. Echt? Ja. Warte mal. Was wir vorab an die Presse schicken wollten. Es ist nicht von Toscano. Das darf auf keinen Fall raus. Zu spät. Es ist vor 5 Sekunden rausgegangen. An wen? Na, an Lotti Rothfeld, Toni Schafmeister, Christian Schönfeld, alle, die wichtig sind. Dann ist jetzt alles vorbei. Aber sag mal, wenn das nicht von Toscano ist, von wem denn? Von diesem Assistenten oder was? Hm, von unserem dritten Fotoassistenten, weil er früher Feierabend machen wollte. Der Typ gefällt mir. Sascha? Ja? Sag mal, du kennst doch diesen Fotoassistenten, diesen Tim Helmke. Ja, wir wohnen zusammen in derselben WG. Noch besser. Bring ihn bitte hierher. Was soll das? Hier sind auch noch andere Gäste. Kann man sich hier nicht mal ein bisschen vergnügen? Doch, kann man, aber vielleicht jetzt auch ein bisschen leiser. Normalerweise ist der echt cool. Naja, wenn wir hier keinen Spaß haben dürfen, sollten wir vielleicht woanders hingehen. Du, ich habe da spontan noch eine sehr gute Idee. Oh. Hier bist du also. Ich wohne hier. Alina, sorry, das ist Sascha, mein Mitbewohner. Sascha, Alina, Supermodel. Freut mich. Hey. Warum gehst du nicht an dein Handy ran? Die Arbeit versucht dich zu erreichen, vor allem auch Rebecca. Sie macht einen Aufstand wegen irgendwelcher Fotos. Was ist rausgekommen? Also, wenn dir dein Job irgendwie wichtig ist, bitte, 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 geh zu Elzel und erspar mir, dass ich dich da an den Ohren hinzerre. Du solltest da jetzt wirklich hingehen. Und was ist mit unserem Date? Ja, das holen wir nach. Ich bin öfter mal in Düsseldorf. Hey, Ginger Ale bitte. Der Typ geht mir jetzt schon auf den Sack. Wer, Emilio? Nee, Tim. Anstatt seinen Job zu machen, sitzt er auf dem Sofa und knutscht mit dem Model rum. Ich hätte nicht gedacht, dass du ein Problem damit hast. Becca will, dass ich ihn zu LCL bringe. Und nicht ein Babysitter. Dankeschön. Was ist denn mit Emilio? Hast du ihn schon gesehen? Kurz vorbei. Ist ganz schön fertig. Wie meinst du denn das? Naja, den Knast. Den muss ich jetzt erstmal aus dem Kopf kriegen. Mhm. Klingt, als sprichst du aus Erfahrung. Ich hab mich ein paar Mal eingesackt wegen Papieren oder so einem Scheiß. Ja, ich war mit ihm auf Königsbrunn, weil er zu Kim wollte. Und dann war er plötzlich verschwunden. Was hätte er sich in Luft aufgelöst? Ja, vielleicht hat er sie ja gefunden. Um eine Menge zu klären. Hi. Hey. Wisst ihr zufällig, wo Emilio ist? Ich dachte, wenn jemand, dann du. Könntest du jetzt bitte sagen, was Sache ist? Aktion, ausgerechnet der? Ja, ich weiß. Hey, und Emilio hat wochenlang ein schlechtes Gefühl und du sagst ihm die ganze Zeit, nein, 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 da läuft nichts. Sascha, das war auch so. Ja, aber kein Wunder, dass er schlecht drauf ist. Ist ja gut, Kim weiß sicher, dass sie Mist gebaut hat.
Du hast wahrscheinlich schon versucht, Emilio auf dem Handy zu erreichen. Ja, aber nur die Mailbox. Versuch's doch nochmal.